Das Denkmal zu Ehren Antonio de Ferraris lässt vorstellen, auf welche Weise die Bewohner von Gelatene ihren bedeutendsten Akademiker respektierten und schätzten. De Ferraris begann bei den Basilius-Mönchen von Gelatene Literatur zu lernen und ergänzte die Humanstudien in Ardò. Er zog dann im Erwachsenenalter nach Neapel um. Hier studierte er Medizin und spezialisierte sich auf Philosophie und Literatur. Er war daher ein hochgebildeter Mensch, der in seiner Arbeit aufging. Gelatene erinnert ihn als Symbol der Weisheit. Ihm wurden die wunderschöne Statue und auch der Garten vom Palazzo Belmonte gewidmet.